Moin moin, hallo und herzlich willkommen ihr bei YouTube zurück zu Wolfie nach abstinenter Pause und natürlich Live-Let's Play, sprich ich streame das hier gerade, während ich auf dem Parallel auf Le Twitch. Und bis zu diesem Punkt durfte ich es gerade nachspielen, weil also die Speicherpunkte sind etwas dumm gesetzt, wenn man wieder nachladen will. Das ist nicht so das Wahre, sagen wir es mal so. Nun gut, weiter geht's. Hier waren wir beim letzten Mal und haben aufgehört. Der Rattenfänger und die kleinen Mädchen. Wir wissen ganz genau, was das bedeutet. Mothers unaware of their plight. The devil's dormitory spooks the crap out of me. Gut, gut, so. Hier waren wir, hier geht die Geschichte weiter. Und da dürfen wir schon wieder Sprungrätsel lösen. Juhu! Ah, gut, Timer ist auch angegangen, dazu wollte ich gerade noch gucken. Da oben, Ratte! An sich mag ich Ratten. Ich finde das eine ganz nette Türe. Wenn sie eigentlich gerade versuchen, die Knöchel abzuknabbern, wie hier im Spiel. Sind das doch echt tolle Tierchen. Och nö. Och nö. Muss das denn sein? Oh weia. Scheibe noch nicht, das schaffen wir nicht. Sie schon wieder mehrmals ertrinken. Da unsere gute Red ja leider nicht zu den Schwimmenden gehört. Nein, da komm ich nicht hoch! Ah, was ist das denn? Fies, gemein, böse! Ein paar Herzchen mal wieder mitnehmen. Zack! Uiuiui. Okay. Jetzt bin ich gerade so leicht irritiert. Wo müssen wir denn hin? Ich muss da irgendwie hochkommen. So ist mein Verdacht zumindest. Keine Ahnung. Hä? Wie? Ja. Springen sollte man nicht vergessen. Ich gucke da links und rechts, wie ich da, ob ich irgendwas übersehen habe, zu was ich schalten muss. Da haben wir gleich noch ein neues Diary gefunden. Schick. Und achte nicht darauf, dass ich über das Ding hüpfen sollte. So. Mal gucken. Ich hoffe, ich bin schnell genug. Also bis hierhin kommen wir. Das Ding da runter. Wie komme ich hier bitte... Wie geht's denn hier weiter? Das ist immer so eine gute Frage eigentlich. Gucken wir es uns doch nochmal an. Nein! Red, was machst du denn? Das war gar nicht nett von Red. Da hüpft sie einfach runter, beziehungsweise springt zu kurz. Ich bin unschuldig. Ich bin völlig unschuldig. Ihr habt ja gar nichts mit zu tun gehabt. Das ist alles Red. So, jetzt warten wir kurz diesen Zyklus ab. Na, da kommt es hoch. Da verschwindet es und wir gleich mit. Es kann auch... Springe ich zu kurz? Was mache ich denn? Sollte solche Spiele niemals am frühen Morgen spielen, oder besser gar nicht. An sich sind sie ja gar nicht so... Boah, fast wieder reingelaufen. Das ist schlimm. Aber hey, failen auf höchstem Niveau, das wollt ihr doch sehen. Gibt es zu. Das ist am Ende ja doch das, was die meisten erfreut. Guck mal, wie du es hier angestellt hast. Ist doch voll easy. Ich krieg das ganz einfach hin. Okay. Wir sollten nicht bis unten hin drauf bleiben, sondern nur so weit, wie es geht. Vielleicht wirklich bloß kurz drauf stehen bleiben. Ich habe gedacht, dass das vielleicht irgendwas schaltet.
Na, sie juckt. Let's Player-Krankheit, wie üblich. Lässt grüßen. Ganzen Tag ist nichts. Sobald man in der Aufnahme ist, fängt die Nase an zu jucken. Schlimme Krankheit. So. Okay, so kommen wir nach hier. Aber wo soll es denn von hier weitergehen? Hallo? Ich kann doch jetzt hier... Ja gut. Ach du grünes Elend. Really? Alles klar, wir haben den Weg gefunden. Komm rüber, rüber, rüber. Oh. Verdammt! Hui, geschafft! Und da fährt er hoch. Auf wie geht's? Jetzt guckt er noch das Auge. Pobel, Pobel. So. Okay, da oben sollen wir also irgendwie lang. The Wolf Industries headquarters, where the factory staff had their office, where my father used to slave away. It's in this awful building that his lifeless body was found. A bookcase covering his chest. Wolfie wants you. In eternal rest. Early that Thursday morning, Hawker set up stalls in Wolfie Industries. When word of his death reached the market and a friend of father's. Ach du grüne Neune, da sollen wir hochkommen. Ich sehe uns jetzt schon ungefähr 10 Folgen lang sterben. Ach, das war das. Na? So können wir schleichen, genau. Immer mal wieder. Da will ich schon mal gar nicht lang. Da ist böse. Da gibt's nur auf Omme. Oh, ein Wolfi. Hey. Wolfi. Hey. Verdammt, ich hätte die Kisten von Anfang an zertrümmern sollen. Wahrscheinlich hätten wir dann sogar einiges mehr. Da geht's durch. Okay, wir müssen dran lang klettern. Ich habe schon gedacht, wir können hoch. Aber na gut, darüber sieht man halt mal so ein, zwei kleine bisschen, ne? Kann hier auch mal was sein. Good thing I'm not afraid of heights. Liebe Red, das Problem hätte ich aber schon. Also ich würde da nicht langhangeln wollen. So. Was soll ich denn hier mitmachen? Hallo, hallo. Okay, machen wir erstmal den. Hallo. So. Nein! Daneben! Okay, das haben wir, glaube ich, schon. Aktiv. Upsala. Mit Anlauf! Geronimo! Blah. Ja, two times for double jump. Ist schon klar, aber... Wo sollen wir hier bitte doppelt hinhüpfen? Das geht da, das führt doch nur nach unten, der Weg. Ach du grünes Elend. Nein, das war's nicht. Ich habe überlegt, ob man da vielleicht das Dach irgendwie hochkommt. Aber was hat das hier mit dieser dummen Kiste hier auf sich? Die leuchtet so schön. Ja, yeah, two times for double jump. Da leuchtet's. Das ist eine gute Frage, ne? So kommen wir auf jeden Fall dahin. Aber sterben auch sehr unangenehm. Aua.
Nein, falsche Taste. Ich wollte schleichen. Schleichen wollten wir. Nein, pfui, aus, bäh, ihr seid böse. Nein, lass mich, will nicht mit euch spielen. Ja, da sind sie. Dann muss ich eben hier draufhauen, meine Güte. Nun stirb doch. Du auch. Nein. Aber wo müssen wir von hier oben hin? Das ist so... Da können wir gar nichts mit anfangen. Weil da kann ich ja echt schon fast hier runterhüpfen. Wir müssen wahrscheinlich erst auf die andere Seite eh und je rüberkommen. So. Ah, wir können uns noch ein bisschen umschauen. Wie gesagt, etwas länger her, dass ich das gespielt habe. Da kommen sie. Hinten ist ein Hebel? Wo, hinten beim Anfang oder wo? Was, wie, wer, wo, warum? Weil wir müssen wahrscheinlich das zweite Schild. Dafür müssen wir uns hier wohl irgendwie durchschlawinern. Wenn nicht, müssen wir halt wirklich gegen die da kämpfen. Na ja, 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 ja. Haut ab, haut ab, haut ab, haut ab. Ich will nicht mit euch spielen, ich will nicht mit euch spielen, ich will nicht mit euch spielen. So, hier muss es irgendwo hochgehen. Irgendwo ist vor allem gut. Wir werden sterben, wir werden sterben. Alter. Massenvergewaltigung von Wolfie. Na super. Oder es sieht aus, als wenn man es drehen kann. Hey, ja, oben. Oben ist ja noch so ein Hebel. Das sind ja diese zwei Schilder, die müssen wir runterlassen. Das eine haben wir und das andere müssen wir erstmal drankommen, damit wir da oben rumhüpfen können. And Granny decided to keep her from the city. She was a vision. Nein! Alter, was ist hier los? Ich will nicht, kann ich nicht irgendwie los. My carriage awaits. Ich glaube, das hätten wir benutzen müssen. Um darüber zu kommen. Oh, tatsächlich, es spawnt neu. Jetzt spawnt neu. Okay. Huiuiuiui. Ich glaube, das könnte der richtige Weg sein. Ich weiß nur noch nicht, ob es so geplant war. Das, was ich da so. Naja. Von durchschlagen kann man ja nicht reden, wir sind ja wirklich versucht durchgelaufen. Hey, hallo. Ich warte mal, bis der an mir vorbei ist. Ich hoffe, der sieht mich hier nicht. Das wäre ganz schön fies. Ah! Au! Ah! Schönen guten Morgen, Batwin. Schön, dass du auch mal wieder da bist. Also nach hier sind wir auf jeden Fall gekommen. Aber der haut uns sofort um. Nein, nein! Okay, ich glaube, ich muss da wirklich versuchen, hinter dem zu schleichen. Das Rad zu drehen und dann werden wir da wohl irgendwo abhauen können. Ah! Das Problem ist, das wird echt lustig. Das wird echt lustig. Oh Mann. Lalalalalala. Oh! Verpiss dich! Warum kriegt er das immer direkt mit? Gemeinheit, Gemeinheit, sag ich da nur. Vor allem, ich muss ja auch noch hinter ihm herschleichen. Ich weiß nämlich nicht, ob wir ihn totgeschlagen kriegen. Daher versuchen wir es mal auf die Sneaky-Methode. Ja, also.
Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Schnell, dreh das dumme Rad! Hilfe! Huiuiuiui. So, und für euch auf YouTube, an dieser Stelle das Päuschen der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. In dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Tschüss!